Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T-City Magazins. Hinter mir entsteht gerade der T-City Messestand auf der IBO 2010. Die große Frühjahrsmesse am Bodensee wird morgen in Friedrichshafen ihre Tore öffnen. Unter anderem können Sie hier auch mit einigen T-City-Zukünftlern in Kontakt treten, welche seit dem vergangenen Sommer modernste Informations- und Kommunikationstechnik in ihren eigenen vier Wänden testen. Um Ihnen zu zeigen, wie das aussieht, haben wir die Zukünftlerin Tanja zu Hause besucht. Wenn man das gemütliche Wohnzimmer von Tanja betritt, fällt einem sofort der große Fernseher ins Auge. Dieser ist aber nicht nur Fernseher, er ist ebenso Bildschirm für den Computer, der an den Fernseher angeschlossen werden kann. Problemlos kann man ganz bequem per Fernbedienung zwischen TV und Computer wechseln. Mit der Funktastatur kann man gemütlich auf dem Sofa sitzend mit dem Computer arbeiten. Die Maus ist praktischerweise in der Tastatur integriert, was das Arbeiten ungemein erleichtert. Geräte, die die Besucher auch auf der IBO zu sehen bekommen. Also wir haben auf der IBO praktisch unser eigenes Wohnzimmer, das ist so im Zukünftlerhaushalt im Prinzip nachgebaut, wo alle Geräte sind, die wir auch testen können als Zukünftler. Und da kann jeder sich mal also uns fragen, was wir für Erfahrungen gemacht haben und kann auch selber ein bisschen ausprobieren, was es einfach gibt. Wenn man seine Arbeit erledigt hat und sich gemütlich entspannen will, reicht ein Knopfdruck und der Computerbildschirm wird zum Fernseher. Tanjas Aufgabe ist es, die ganze Technik auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen. Hierzu schreibt sie regelmäßig Protokolle, die sie auf eine Internetseite hochlädt. Vom Soundsystem über Fernseher, Computer, Telefon, Drucker und Scanner bis hin zum iPhone. Alles ist miteinander vernetzt. So kann sie zum Beispiel von ihrem iPhone ein Bild an den digitalen Bilderrahmen schicken. Das ist für Oma und Opa, die ihre Enkelkinder nicht so oft sehen, durchaus praktisch. Aber natürlich geht das auch mit anderen Bildern. Wer mehr Fragen hat, der sollte sich mal mit den Zukünftlern unterhalten. Und das geht ab morgen auf der IBO in Friedrichshafen. Den IBO-Messestand von T-City finden Sie übrigens im Foyer West. Hier können Sie sich bis zum kommenden Sonntag über die gemeinsame Zukunftswerkstatt der Deutschen Telekom und der Stadt Friedrichshafen informieren. Wir sehen uns auf der IBO 2010 oder beim nächsten T-City-Magazin in 2 Wochen. Bis dahin.